Also die Klavierstücke von Janáček sind jetzt meine erste Aufnahme und ja, ich freue mich wirklich sehr, dass ich genau diese Stücke da auf dieser CD aufnehmen konnte, weil sie mittlerweile auch für mich irgendwie so einen sehr persönlichen Wert bekommen haben. Also ich habe sie jetzt halt wahrscheinlich die letzten anderthalb Jahre habe ich mich intensiv damit beschäftigt und ich kann mir jetzt eigentlich keine anderen Stücke vorstellen, die ich lieber auf meiner ersten CD aufgenommen hätte. Klaviersonate hat er komponiert, nachdem ein Arbeiter bei der Errichtung einer tschechischen Universität ermordet wurde. Und das zeigt mal wieder halt Janáčeks Art, Klaviermusik zu schreiben. Er hat direkt an dem Tag, als er gestorben ist, ist er nach Hause gegangen, hat direkt angefangen, das Stück zu schreiben. Also wirklich ohne irgendeine Unterbrechung hat er direkt seine Gefühle da reingebracht. Und das zeigt einfach ja, wie ungefiltert sozusagen diese Musik ist. Und man hört im ersten Satz, der heißt Vorahnung, hört man halt immer wieder 6/16 in einem Motiv, die wirklich immer wieder kommen. So ein kurzes Motiv, was an sich wahrscheinlich nicht so spektakulär ist, aber so wie es angehäuft wird und immer mehr wird, wird es zu diesem großen Konflikt. Und der Höhepunkt des Stücks besteht praktisch auf einer Pause. Also das ist dieses Bodenlose, das dann in den zweiten Satz kommt. Und der zweite Satz heißt dann Tod. Und das ist wirklich so ein trostloser Charakter, der darüber gebracht wird. Das ist wirklich unglaublich, wie er das komponiert hat. Man befindet sich halt immer in so einer Ebene, wo man keinen festen Grund unter den Füßen hat. Also man weiß nicht so ganz, wo man sich befindet, so ein Schwebezustand. Und den lässt er auch bis zum bitteren Ende sozusagen nicht los. Und das zeigt halt, wie authentisch es wirklich ist. Die Zusammenarbeit mit Ars war also wirklich traumhaft. Ich hätte es mir eigentlich nicht besser vorstellen können. Also dadurch, dass es meine erste Aufnahme war, war ich natürlich ein bisschen gespannt und aufgeregt, wie das wohl klappen würde. Aber die haben mich mit solchen offenen Armen empfangen und wirklich so nett und sympathisch war diese ganze Produktion, dass ich habe mich total wohl gefühlt. Also mit dem Tonmeister konnte ich eigentlich alles besprechen. Also wir haben uns über alles ausgetauscht und es ist wirklich ein gutes Ergebnis zustande gekommen. Und ja, mit Annette war es auch super. Also ich wurde immer um meine Meinung gefragt und eigentlich hätte ich es mir nicht besser vorstellen können.